Ein heißer Tee. Der beruhigt. Danke. Entschuldige bitte, ich wollte wirklich nicht zu spät reinplatzen. Aber ich war so in Panik. Ich schulde dir ja noch was. Immerhin hast du dich in die Schusslinie geworfen. Ich könnte tot sein jetzt. Ach, bitte, Lukas, sag sowas nicht. Willst du die Decke haben? Nein, es geht schon, danke. Ich hätte wirklich nicht hierher kommen sollen, aber weißt du, nach dem Albtraum, ich musste einfach wissen, ob es dir gut geht. Ja, wenn du möchtest, kannst du hier schlafen. In meinem Bett. Ich penne auf der Couch. Und solltest du wieder schlecht träumen, dann bin ich gleich nebenan. Danke fürs Angebot, aber ich sollte wirklich zurück in meine Wohnung. Das ist keine gute Idee. Ich rufe Michael. Nein, lass das bitte, Lukas. Ich, weißt du, ich bin einfach nur übermüdet. Ich muss ohnehin morgen zu Dr. Niederbühl wegen meiner Wunde. Dann sage ich ihm, dass mir schwindelig war. Gut. Danke auch für den Tee. Klar. Ich weiß nicht, ob ich Zeit haben werde. Ich muss nämlich jetzt die Geschicke des Fürstenhofs lenken. Viel Glück dabei. Ich störe das traute Glück zwar nur ungern, aber bitte, Charlotte, ich muss dringend mit dir sprechen. Wie gesagt, viel Glück. Wenn du noch mal über das Bogenturnier sprechen willst, meine Meinung habe ich nicht geändert. Bitte sei doch nicht so stur. Dieser Lugauer setzt mich unter Druck. Der Schweinehund will mich anzeigen. Ich habe dir gestern gesagt, ich kann dir diesbezüglich nicht helfen. Ist es dir wirklich so egal, ob ich im Gefängnis lande? Ich bin sicher, du wirst dich mit diesem Mann anderweitig einigen. Dir fällt doch sonst auch immer etwas ein. Diesmal ist es nicht so leicht. Keine Mauscheleien mehr. Damit ist ein für alle Mal Schluss. Hier im Fürstenhof weht jetzt ein anderer Wind, mein Lieber. Dann wirst du noch mal an deiner Selbstgerechtigkeit ersticken. Hört, hört. Dann haben wir beide ja denselben Wunsch. Die Frau muss weg. Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen, bevor Sie mich abgesägt haben. Jetzt stecken wir beide bis zum Hals im Schlamassel. Hey. Guten Morgen. Wie gefällt dir das? Schön. Komm doch mal rein. So ungefähr sollen die Gestecke für die Jubiläumsfeier aussehen. Einverstanden. Und wie hast du geschlafen? Bestens. Ich habe dich beim Zähneputzen gestört. Nein, gar nicht. Ich war schon fertig. Du hast aber noch Zahnpasta an der Lippe. Ach so. Nee, nicht da. Also kann ich die Gestecke so vorbereiten? Ja, sehen toll aus. Die passen perfekt zur Deko. Mhm. Aber komm, setz dich. Ich hole uns beiden einen Tee. Und wie hast du geschlafen? Hervorragend. Ist das dein Handtuch? Das riecht irgendwie so... Nach Rosalie, ja. Ja, sie hatte letzte Nacht einen Albtraum. Ist zu mir geflüchtet und dann haben wir geredet. Dann ziehen wir noch ein bisschen an. Gut.
Und noch ein Sprint bis zu der Buche da hinten. Langsam auslaufen und sammeln. Und los! Entschuldigung. Sind Sie gestern am Fürstenhof? Nicht direkt. Katja, was soll denn der Quatsch? Ist doch klar. Wenn du mich schon nicht erkennst, dann die Polizei erst recht nicht. Wie oft soll ich dir noch sagen, zwischen Rosalie und mir ist nichts? Dann hat sie nur so bei dir geschlafen, ja? Du interpretierst das völlig falsch. Und was war mit dem Handtuch auf deinem Sofa? Wofür habt ihr das gebraucht? Damit hat sie ihre Haare getrocknet, vermute ich, nachdem sie duschen war. Ach, geduscht habt ihr auch noch? Vorher oder nachher? Du willst mir nicht glauben, oder? Warum drehst du mir jedes Wort im Mund um? Weil ich euch beide schon zusammen erwischt habe, wenn du dich erinnerst. Küssend. Ich dachte, das hätten wir längst geklärt. Lukas, man sieht doch schon, wie du jetzt reagierst, dass ich recht habe. Du hast was mit ihr. Ja, ich werde langsam sauer, das stimmt. Weil ich deine permanenten Unterstellungen satt habe. Sandra, wie soll ich dir beweisen, dass zwischen Rosalie und mir nichts ist? Sag's mir. Sandra, ich meine es wirklich ehrlich mit dir. Rosalie, ich kann jetzt nicht. Lukas, musst du mich bitte? Ich sehe nicht gut. Ich muss sofort zum Arzt. Lukas? Lukas? Mama. Weißt du was? Mach doch einfach, was du willst, aber nicht mit mir. Sandra, versteh doch, Rosalie ist hinter mir her. Da, bitte. Sie lässt einfach nicht locker. Ich will nichts von ihr. Ich möchte mit dir zusammen sein. Begreif das doch endlich. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich rufe Sie schnellstmöglich zurück. Lukas, ich brauche dich. Mir geht's nicht gut, mir ist schlecht.